So, kleines Update zur Strickwolle. Wir haben noch keine gefunden. Ist gar nicht so einfach. Ist gar Ist nicht einfach, einfach. weil viele Geschäfte, die es früher hier auch bei uns gab, die Wolle hatten oder eine große Auswahl auch an Wolle, die gibt es nicht mehr oder die haben Strickwolle aus dem Sortiment genommen. Ja. Auch viel verändert. Man bekommt hier bei uns kaum mehr Wolle im Laden. So. Schade. First World Problems. Genau, und jetzt gucken wir noch in einen Laden und wenn wir da keins finden, dann fahren wir zurück nach Hause. Ich möchte nämlich ganz gerne einen Schal stricken und ich möchte auch einen Schal. Für mich? Das Oder wie? verrate ich nicht, für wen der ist. Überraschung. Ich sage nichts. Ich möchte auf jeden Fall einen Schal stricken und ich möchte ja irgendwie zumindest eine Strickwolle mit Baumwollanteil und nicht nur so synthetische Wolle. Genau. Falls ihr da übrigens auch einen guten Tipp habt, wo man das online herbekommt, let me know. Also die ist es jetzt geworden. Die ist auch 100% Baumwolle und sogar aus recycelten Materialien. Also ich glaube zwar nicht, dass man eigentlich damit Schals macht, weil hier steht ideal für Blumenampeln, Traumfängertaschen, Wandbehänge und vieles mehr. Aber vieles mehr könnte ja auch Schals bedeuten. So, wir sind mittlerweile zurück zu Hause. Es ist auch schon wieder dunkel und wir haben auch heute nicht mehr wirklich irgendwie was vor, außer ja, ich muss meinen Schrank noch einräumen, also die restliche Kleidung. Und deswegen werde ich mich jetzt schon mal abschminken. Ich trage im Moment immer so ganz dezentes Tages-Make-up einfach auf, also nichts Besonderes, aber manchmal trage ich gar nichts auf, manchmal trage ich ein bisschen was auf. Aktuell, ja, finde ich manchmal so ein bisschen Make-up und das werde ich jetzt einmal abtragen und ich dachte mir, ich zeige euch in dem Zusammenhang Produkte, die ich gern verwende, Produkte, die ihr bei uns auch schon öfters gesehen habt, auf meinem Kanal schon öfters gesehen habt. Und zwar sind es die Produkte von Jungglück, die ich gern nehme. Heute gibt es wieder einen leckeren Saft. Heute probiere ich mal aus Karotte und Sellerie. Habe ich ja so noch nie getestet. Immer noch einen Apfel dabei, aber heute einfach mal nur Karotte und Sellerie. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. So, während Elisa den Schlafzimmerschrank noch einräumt, öffne ich einfach hier ganz dezent mein Adventskalendertürchen. Und zwar steht hier wieder eine Weihnachtscheckliste. Ist eine gute Idee, finde ich. Jetzt gucken wir mal rein, was drin ist. Komm schon, komm schon. Lecker Hanf, Schokolade mit Goji-Beeren. Klingt spannend, ist auch lecker. Und hier ist nochmal, oh, was haben wir hier? Mini-DIY. Baumdeko, aha. Ist auch eine gute Idee, wie ich finde. Nach Lust und Laune bemalen, zum Beispiel mit Goldfarbe. Brauchen wir größere Stricknadeln. Da gibt es immer sehr schon Fünfer. Ach, man kann eigentlich nichts mehr einkaufen schicken.